Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der 5. Etappe des Leschwegs unterwegs. Startpunkt ist Stansach und Ziel ist Höven. Die Wanderung soll etwa 20 Kilometer haben und wenn ihr wissen wollt, wie diese Etappe so ist, dann kommt mit. Gerade mit einer netten Truppe aus Koblenz mitgewandert. An euch hier noch schöne Grüße. Ich hoffe, ihr seht das Video.
Noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Etappenziel in Höven angekommen. Die Tour hat uns eigentlich gut gefallen, auch wenn man viel auf Schotterpisten oder auf Asphaltstraßen gelaufen sind. Nur die letzten 4 bis 5 Kilometer, die waren ein bisschen laut durch den Verkehr von der rechten und linken Seite. Da sind die Bundesstraße oder Landstraße, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall zu viel Verkehrslärm, nichts für mich bzw. für uns. Aber ansonsten alles top. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hallo liebe Wanderfreunde. Hallo liebe Wanderfreunde. Sarah und ich sind heute auf der 5. Etappe des Leschwegs unterwegs. Startpunkt ist Schandach. Noch etwa 2,5 Kilometer. Nee. Hallo Leute, noch etwa 2,5 Kilometer. Dann sind wir auch schon wieder an unserem Ziel angekommen. Hallo Leute, noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Etappenziel, und zwar in Höven. Die Tour hat uns eigentlich auch gut gefallen. Oh, scheiße. Noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns eigentlich gut gefallen, war mal eine Abwechslung von den anderen Tagen, da man auf... Hallo Leute, noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Die Tour hat uns eigentlich ganz gut gefallen, war mal eine Abwechslung von den anderen Tagen. Und da war jetzt ein Radfahrer. Noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Die Tour war heute sehr einfach, da man nur auf breiten Wegen gelaufen ist, entweder auf Schotterpisten oder auf Asphalt. Die letzten 5 Kilometer etwa, die haben mir nicht so gut gefallen, beziehungsweise uns nicht gut gefallen, da von der rechten und linken Seite der Verkehr war. Das war einfach zu laut. Das macht uns einfach keinen Spaß. Aber da ist ja jeder anders. Auf jeden Fall kann man hier auf dieser letzten Teiletappe nicht so richtig abschalten. Scheiße. Noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Etappenziel in Höven. Die Tour hat uns eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn man meistens auf breiten Schotterpisten oder auf Asphaltwegen gelaufen sind. Die letzten 4 bis 5 Kilometer, die haben uns nicht so gut gefallen, da man... Ah, es dunkel war.